Romantiker, wir sind wieder da. Schaut euch dieses Grinsen an. Wir schreiben den 21. September 2022. Es ist 20.15 Uhr. Wir sind live auf Twitch. Und da kann und darf es nur eine Sache geben, nämlich Primetime Football. Und das ist nicht das Einzige, denn schaut, was ich trage. Seit 19 Uhr ist der neue Merch live auf der Bromance-Website. Ich glaube, den Link, den blenden wir auch noch einmal ein. Das heißt, all diejenigen, die noch nicht shoppen waren heute Abend, macht es jetzt. Und in der Zwischenzeit, da rufe ich nun die Award-winning Bromantica zu uns in die Sendung. Denn ohne sie geht es nicht. Und genau auf diese Leute wartet ihr. Ja, ach, ich sehe schon gerade, da sind unsere neuen Pullover. Schaut mal, die Broletten. Und dieses Megabild von Patrick. Und wo wir gerade von Patrick sprechen, hier kommt als erstes unser Coach, Patrick Izume. Patrick, ich höre dich nicht. Was? Jetzt höre ich dich. Ich wollte gerade sagen, mach keinen Quatsch. Hallo, guten Abend aus Hamburg. Endlich sind wir wieder da, Primetime Football. Jenny, hol die anderen Vollpfosten rein. Ja, der Mann mit der schönsten Frisur darf nicht fehlen, Björn Werner. Was? Schönste Frisur? Ja, jetzt hat er endlich die Haare schön. Na, es sind die Broletten. Was Hallo, geht ab, Björn. Leute? Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich bin Guten da. Abend. Wie Und geht's euch? wir haben, warte kurz, lass uns erst komplett werden, allerdings nicht mit der Vollmaschine, denn der ist aktuell noch beschäftigt, weil er am Sonntag ja ein wichtiges Spiel vor sich hat, Kasim Edebali. Marc Nesocha ist auch noch nicht dabei, weil er auch noch anderes Business gerade zu tun hat, aber wir haben Ersatz gefunden, nämlich die schönste Blondine mit Vollbart, Icke. Die schönste Blondine mit Vollbart. Es war, seid ihr grüßt da draußen, moin. Und wie ihr jetzt wisst, arbeitslos, deshalb habe ich Zeit. Hallo. Wieso arbeitslos? Wir haben doch noch eine Saison, sei doch nicht. Hey, bis Februar haben wir noch Arbeit, ey. Was ist los mit dir? Und was für Arbeit? Ich habe es gerade schon gesagt, Award-winning, herzlichen Glückwunsch. Ihr Holt eure seid zwei der raus hier. Wahnsinn. Die haben sogar Ja, ein, zwei. schau mal, jetzt Romantiker, jetzt wird hier angegeben. Zu Recht, zu Recht. Oh. Bei der Hammer. Die spiegeln Herzlichen geil. Glückwunsch. Aber Ich Leute. hoffe, alle Romantiker sitzen gerade zu Hause und klatschen. Aber viel wichtiger. Oh ja, oh ja. Das ist der Kinderlachen-Award. War das jetzt die Das ist Überleitung doch eine zu geile unserem ersten Überleitung, habe ich gerade Thema? gesehen. Björn, perfekt. Besser hätte man es nicht machen können, denn bevor wir über die NFL sprechen, kommen wir zu dem schönsten Thema von allen. Denn, ihr Bromantiker, ihr werdet euch erinnern, letzten Winter, da haben wir Spenden gesammelt für Kinderlachen, für die Aktion. Jedem Kind seinen Verein und ihr habt es geschafft, über 200.000 Euro zusammenzutragen. Und wir haben jetzt noch einen Gast, nämlich Marc von Kinderlachen. Der wird uns besuchen und einmal kurz erzählen, was mit dem Geld alles passiert ist, denn wir haben euch versprochen, euch das genau zu erzählen. Marc. Hallo Marc. Ja, hallo aus Willkommen. Dortmund. Grüße Grüß euch. dich, Marc. Auch nochmal Gratulation von meiner Seite für den neuen tollen Preis, den ihr jetzt im Schrank habt. Danke, danke. Gratulation. Und Und Gratulation ich an habe euch. zwischendurch immer so ein bisschen, ich hoffe, die Verbindung ist stabil. Man hört mich. Okay, Wir hören dich ich sehe gut. das. Prima. Ja, lieben Dank auch nochmal von unserer Seite. Und ja, es sind schon einige Monate ins Land gezogen, seitdem wir so viel Geld von euch und den Bromantikern erhalten haben. Und wir haben ganz, ganz viel gemacht in diesem Jahr und haben ja, tolle, tolle Aktionen begleiten dürfen, dank der riesengroßen Spende in Höhe von 211.000 Euro 570, 85 Cent. So viel waren es und waren ja 8.563, damit wir da auch keinen vergessen. Da nochmal ganz, ganz lieben Dank von unserer Seite. Und ja, soweit ich weiß, ist im Hintergrund, können wir da vielleicht einen Film, Jenny, abspielen? Genau, ihr habt uns ein dreiminütiges Video vorbereitet, um uns allen mal wirklich genau zu zeigen, was ihr mit dieser unfassbaren Spende alles bis jetzt so angestellt habt. Ich bin gespannt, ich habe es noch nicht gesehen.
Eine komplette Ausrüstung für eine ganze Mannschaft, gespendet von Kinderlachen und Football Bromance. Und das ist das Team der Bisons aus Heinsberg. Exemplarisch für tausende Kinder, die von dieser Aktion profitieren. Kleine Footballhelden, die nur noch auf ihr neues Outfit warten. Ein ganz besonderer Tag, nicht nur für den Football-Nachwuchs. Auch Marc Peine, Gründer und Geschäftsführer von Kinderlachen e.V., hat einen Riesenspaß. Alle Bromantiker haben 211.000 Euro zusammen gespendet und da haben sich ganz, ganz viele Vereine gemeldet, unter anderem auch hier die Bisons. Die wollten einen neuen Satz Trikots, Helme, Polster für ihre Jugendmannschaften haben und dem sind wir nachgekommen und jetzt deswegen stehen wir heute hier und freuen uns, die Trikots übergeben zu können. Tja, und dann heißt es ab aufs Spielfeld. Premiere für die neue Ausrüstung. Und die Kids geben richtig Vollgas. Ich finde die neuen Trikots super. Ich finde die Trikots toll. Ich freue mich sehr, weil ich finde das halt auch cool, dass man jetzt mal merkt, wie es eigentlich richtig mit Trikots ist und Hosen. Also anders als immer nur mit Trainingsjerseys. Die sind jetzt auch enger und so. Der Coach der Bisons weiß, wie wichtig eine ordentliche Ausrüstung ist. Denn so werden die Footballhelden von morgen gemacht. I think it's great that we had a sponsor to bring in new jerseys. Because it's a lot of money for jerseys and helmets and shoulder pads for kids. It was something we wanted to do as a team. And luckily we found a great sponsor that did it for us. Football Bromance und Kinderlachen, ein richtig gutes Team. Jedem Kind seinen Verein, heißt die Aktion und sponsert seit 2012 bedürftigen Kindern den Sport im Verein. Soziale Kompetenzen, Teamgeist und Motorik, all das wird so gefördert. Denn jedes Kind soll die Möglichkeit haben, den Spaß am Sport zu entdecken. Egal, ob beispielsweise beim Handball, Fußball, Judo, Eishockey oder Football. Liebe Bromantiker, das, was ihr mit eurer jeweiligen Spende erreicht habt, ist phänomenal. Dafür nochmal ganz, ganz lieben Dank, vor allem im Namen dieser Kinder, die dank euch jetzt eine fantastische Zukunft im Footballsport haben. Tolle Trikots und wir sind ganz, ganz dankbar wegen euch. Vielen Dank. Football Bromance hat es geschafft, allein in diesem Jahr über 3.800 Kinder glücklich zu machen. Und mal ehrlich, am Ende zählt sowieso nur eines, Kinder, die lachen. Danke, Bromantiker. Oh, ich hatte Gänsehaut hier am Kopf, überall hatte ich Gänsehaut. Geiles Video, Marc, wirklich geil gemacht. Wir wussten das auch nicht, dass wir ein Video kriegen. War ein schönes Video, dass du das Geld da richtig anlegst. Sehr, sehr cool. Ey. Und danke nochmal da draußen an die ganzen Bromantiker. Ihr macht das ja möglich. Das ist, wir sind ja immer nur sozusagen die Plattform. Ey, das ist brutal. Das ist geil. Und Marc, jetzt wo ich das gesehen habe, und ich hoffe, ich spreche auch für alle Bromantiker, die da draußen sind und ganz sicher für die jetzt, die hier sitzen, Jenny, Icke und Björn, auch Sami, alle, die dabei sind. Wenn ich das sehe, einige von uns sind Familienväter, steht für mich eigentlich eins nicht mehr zur Debatte, wir müssen weitermachen mit euch, Kinderlachen. Vielen, vielen Dank, Marc. Grüß den Christian ganz, ganz lieb. Und ich glaube, Björn, wir werden weitermachen, oder? Auf jeden Fall. Lass den neuen Link für Oktober Ready machen. Oh yeah! Also, und lass die 211.000 Kinder. Ich kann das Kompliment nur zurückgeben. Das hat riesen Spaß gemacht mit euch auch in den vergangenen Monaten, auch mit Sami das Ganze zu organisieren und jetzt dann auch wieder hier sein zu dürfen. Also ganz, ganz großartig und wie schon einige im Chat richtig bemerkt haben, das ist in der Tat auch, oder wir konnten für diesen besonderen Film die Stimme von James Bond gewinnen. Daniel Craig hat die deutsche Stimme, Adam Sandler auch und diverse andere Big Player im Schauspielbereich. Der Dietmar Wunder aus Berlin hat diesen Film dann noch vertont. Also da nochmal ganz, ganz gemacht, lieben Dank an euch in die Runde, dass wir das machen dürfen.
Und deswegen. Marc, der Dank geht von uns nochmal an euch, dass ihr euch das zur Aufgabe gemacht habt, den Kindern eine Stimme zu geben. Und wir müssen Danke sagen, dass wir das Ganze unterstützen dürfen als Bromantiker-Familie. Und das ist ein Versprechen, wir werden weitermachen. Also grüß uns den Christian. Mache ich. Ich grüße ihn ganz lieb. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf diese Worte. Tschö mit Ö. Oh. Tschüss. Abgang. Geil. Geil. Mic drop, mehr muss man nach so einer Aktion nicht aber machen oder sagen. Aber hat er jetzt Nein, danke Abonnent gesagt, wäre noch geiler gewesen. Nein, danke. Oh, das war der Beste, ey. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nein, danke. Ecke, das hat Fußballer. Komm, wer war es nochmal, Patrick? Ich habe schon wieder vergessen. Ja, schön, wer war das nochmal, Patrick? Das war deine Question. Warte, Sami, komm mal rein, wer war das? Gregoritsch. Okay, ja. Irgendwelche letzten Worte noch. Also, er hat nichts verstanden, weil er so schlechte Qualität war. Nein, danke. Und das haben wir einfach rausgekickt. Geil. Ja, mir geht's übrigens wie Gregoritsch. Ich legge bei euch nicht, oder? Weil, also, ich höre euch ein bisschen abgehackt, aber es liegt an meinem Gammel-WLAN. Sehr schön. Ja, wundervoll. Technische Probleme gehören ein wenig dazu. Ich wurde ja auch schon irgendwie rausgekickt. Aber jetzt, Leute, reden wir über Football. Starten wir. Yes, please. Ja. Denn wir fangen an mit News aus NFL Deutschland. Und zwar werden die NFL-Spiele ab jetzt auf Pro7 übertragen, nicht mehr auf Pro7 Max. Das bedeutet, Patrick, Björn, Icke, endlich werdet ihr berühmt. Endlich? Auf dem großen Sender. Aber guck mal, Jenny, ich habe gleich mal eine Frage an den einzigen, der ja wirklich in dem Konstrukt arbeitet. Björn und ich sind ja nur so Mietgeräte. Mietgeräte, auf 450-Euro-Basis sind wir Mietgeräte. Icke ist ja 450 Sekunden Euro-Basis. Deep Insider. Erzähl mal, warum der Move von ProSieben Max zu ProSieben? Und deine ehrliche Meinung. Nee, wollte gerade sagen, ich halte mich da an die Aussage von Daniel Rosemann in der Pressemitteilung. Wir ballern in der letzten Saison nochmal so richtig durch. Wir haben es zum Saisonstart gesagt, die Saison wird nochmal zelebriert und deshalb ist für mich einfach auch geil. Also ich freue mich sehr darüber und bin glücklich, dass das Ganze jetzt auf ProSieben ist und durchgezogen wird. Hör auf! Ich stelle jetzt eine journalistisch provokante Frage. Frag doch mal. Wir sind hier nicht im Fernsehen, wir sind hier im Internet, im Twitch. Du meinst, also willst du mir erzählen, dass es keine Verbindung zwischen den Quoten auf ProSieben Sonntagabend und den Quoten auf ProSieben Max, dass es da keinen Zusammenhang gibt? Also ich würde es anders sagen. Die unfassbar ich will nicht guten stammeln. Quoten, Haus raus. Die unfassbar guten Quoten auf ProSieben Max am vergangenen Sonntag, die waren nämlich richtig, richtig stabil. Die haben ihm keine Wahl gelassen zu sagen, Dicker, was geht? Football jetzt auf dem großen Renner. Bra! Let's go. Solltest du sagen. Gute Antwort, ja. So nämlich. Gut. Nein, aber ja, aber ich habe es richtig gesehen, um 18.30 Uhr fängt das Magazin jetzt an. Also das Magazin ist eine halbe Stunde anstatt eine Stunde. Eine halbe Stunde, genau. Ja, und von 18.30 Uhr bis 2 Uhr nachts auf ProSieben jeden Sonntag ist schon geil. Das ist einfach. Ihr dürft nicht vergessen, in Woche 4 geht es schon los mit London. Heißt also Woche 4, Woche 5 und Woche 7 ist es. Von 15 Uhr bis nachts um 2. Also da ist der ganze Sonntag auf einem großen deutschen Fernsehsender, auf einem der wichtigsten deutschen Fernsehsender, ist einfach Football live im Fernsehen zu sehen. Überlegt euch das wirklich mal. Also das ist verrückt. Wenn Oma Heidi durchseppt. ProSieben, was das denn? Was machen die denn da? Das hätte nicht geklappt, wenn nicht so viele Leute mittlerweile regelmäßig mal vorbeiseppen würden, was da gemacht wird. Deshalb großer Dank an euch da draußen. Ja, hat es möglich gemacht. Und auch die NFL Deutschland wächst weiter, denn sie haben jetzt oder sie bauen gerade ein neues Headquarter, nämlich in Düsseldorf. Der Standort war ja lange Zeit geheim. Und was sagt ihr zu Düsseldorf? Richtige Wahl? Ja, ich war gestern bei der Pressekonferenz, die war nämlich auf der Spobis,
auf der Sport-Business-Messe. Da hatte ich auch die Ehre, mit Clark Hunt und Brad Gosper, dem Chef für NFL Europa und UK, zusammen auf der Bühne zu sitzen, ein bisschen uns zu unterhalten. Und am Abend vorher habe ich schon viel mit denen gesprochen. Geile Insights werde ich jetzt nicht erzählen. Aber ich war bei der Pressekonferenz mit Sami und Klasse Teaser, ich mach den auch immer so. Gegenüber Frauen. Nur ein ganz kleiner Teaser, es war nur ein ganz kleiner. Aber pass auf, ich wollte ja nur sagen, warum ich das gut finde. In der Tat, der Oberbürgermeister hat gesagt, ey, wir haben eine sehr erfolgreiche Schulmannschaft, die Typhoons. Düsseldorf Panther sind deutscher Jugendmeister geworden. Ryan Fire ist da. Da passiert ja historisch schon eine Menge in Düsseldorf. Und wir hatten letztes Jahr das European League of Football Finale da, was sehr, sehr geil war. Die Stadt ist wirklich, Düsseldorf ist wirklich eine Sportstadt und hat geile Facilitäten. Und er sagte, warte mal, Alex Steinfurt sagte irgendwie was von Akademie und so. Ey, mich würde es nicht wundern, wenn irgendwann tatsächlich eine NFL Academy in Deutschland kommt. Und ich glaube, dann ist Düsseldorf ein geiler Spot. Ja. Vielleicht habe ich mich auch verhört. Und das war wishful thinking, aber ey. Aber kommt doch voll mal her aus Düsseldorf. Stimmt. Oh, guck mal, was hier unten steht. Icke, Kompliment an dich. Oh, hallo. Ja. Der Rucksack, danke dafür. Der Rucksack der eigenen Charme ist bei mir. Ja, still, so heißt er. Der Rucksack der eigenen Charme ist bei mir immer die Sache immer. Es geht noch besser, aber ich bin froh, wenn es euch schon gefallen hat. Dankeschön dafür. Warte, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Icke, du interviewst eigentlich jeden Montag frisch nach dem Spiel Jakob Johnson am Morgen in Las Vegas. Also bei ihm ist es morgens, er wacht auf und redet mit dir, korrekt? Korrekt. Da fängt bei die ihm Woche um 7:30 Uhr. Und dann gibt es... Wir mussten erstmal, viele von euch haben noch gefragt, wo findet man den, weil ihr wart noch nicht wie nennt man das? Apple Podcast noch nicht. Genau, Apple dauert noch ein paar Tage, aber auch bei Spotify mussten wir erstmal ein paar Mal klicken, dass sie hocharbeitet sozusagen. Aber ich habe heute gesehen, wart ihr Top-Podcast oder ein Podcast, weil ihr so einen Sprung hattet in einem Tag, an der 11. Stelle auf ganz Spotify. Also im Daily Average war gut. Sami hat mir ein Foto geschickt. Da waren es auch 4 bei ihm. Aber Icke, dann können wir ja eigentlich sagen, dass wir mit dir jetzt den deutschen Pat McAfee haben. Und statt Aaron Rodgers hast du Jakob Johnson. Das war aber ganz schön knapp. Absolut. Also tatsächlich, wir waren unter Zugzwang, nachdem Brady und Rodgers die eigenen Podcasts hatten, dachten wir, jetzt müssen wir mit Jakob nachlegen. Brady hat jetzt nämlich auch immer wo er dienstags quatscht, der glaube ich. Und ich bin mega glücklich. Also wie krass ist das, dass Jakob sich dafür jede Woche Zeit nimmt. Und jetzt sind die ersten 2 Wochen nicht so gut gelaufen. Dementsprechend ist er natürlich auch manchmal ein bisschen hart, so irgendwie so eine gute Linie zu finden. Aber er hat schon so viele geile Sachen erzählt. Er hat beispielsweise erzählt, dass ab Woche 4 in diesem Jahr alle Spieler eine Flagge auf ihren Helm kleben dürfen von dem Land, wo sie vielleicht Wurzeln haben. Also sonst ist es ja so, dass die amerikanischen Spieler, die haben die amerikanische Flagge hinten auf dem Helm drauf geklebt. Und nur International Pathway Program Spieler durften die deutsche Flagge hinkleben. Das wird jetzt ab Woche 4 so sein, dass quasi alle Spieler in der NFL die Flagge, ich nenne es mal ihres Herzens, noch dazu kleben dürfen. Hat er erzählt, lag ein Brief in der Kabine, da stand da drin, Memo von der NFL. Es ist halt geil, wenn das halt einfach mal so droppt in so einem Montag. Das heißt nur mal für mein Verständnis, ich könnte dann Deutschland und Nigeria raufpacken. Exakt. Und Amerika und bleibt auf jeden Fall hängen. Also bei dir wird es dann 3, exakt. Aber so geht's, ja. Okay, und Björn wird dann Berlin, Brandenburg und Osnabrück raufpacken. Absolut, exakt das. Icke, exakt das. Aber eine Frage hier im Chat. Wird dieser Ton von Jakob besser sein nächstes Mal? Weil er hat mit seinem Handy telefoniert und wir dachten, das wäre okay. Aber es war auch okay. In Folge 1, wir haben in der ersten Woche einen Test gemacht. Da war es auch gut. Da kommt der Tonmeister. Da hat er noch gesagt, das war gut. Und da hat er auch gesagt, ja, geht noch was. Der Ton, ihr Lieben, ich sehe es auch hier im Chat. Der Ton wird definitiv besser von Jakob. Lasst uns doch mal genießen, dass ein Starting Fullback in der NFL sich die Zeit nimmt. Ein Tag, nachdem er gegen richtig schwere Jungs gespielt hat. Sami, mach weiter, I love it. Mach weiter. Sami, warte, komm mal mit dem Gesicht näher an die Kamera. Lass uns das doch mal so machen.
ein Aufnahmegerät kaufen. Und das bedeutet, dass ich dann die Tonspuren zusammenschneide und ihr richtig knisternde Tonqualität bekommt. Ey, Leute, ihr hättet gestern Sami auf der Spobis-Messe erleben sollen. Ey, Networker, Pitcher, Ass, alles. Sami ist wie der Kraken. TKB, ich pitch was. Romania, Visa, NFL. Kennst du die Chiefs? Mit dem Owner sprechen. Sami war überall und nirgends, ey. Augen gerollt wie wild. Ich hab mir gedacht, tschüss. Was ist mit dem Jungen, ey? Das haben wir mit Jakob auch gesagt. Sami, es muss zwei geben. Es gibt zwei Samis, sonst wäre das nicht zu handeln. Wahnsinn. Sprechen wir mal ein bisschen über Woche 2 der NFL, denn es sind erst zwei Wochen gespielt, aber es gab schon alles. Es gab neue Rekorde, es gab Season-Ending-Injuries und dann auch noch eine Schlägerei. Und damit starten wir jetzt direkt, nämlich Buccaneers Wide Receiver Mike Evans. Der ist in Woche 3 gesperrt aufgrund eines Disputs mit Saints Cornerback Marshon Lattimore. Die Bucks haben gewonnen, 20-10, aber ja, da sehen wir das Video. Patrick, was genau ist passiert? Ja, wir haben es ja eben gerade hier in dem Video von einem Fan gesehen. Ganz wichtig, von einem Fan. Wir haben keine Rechte von irgendeiner Liga. Sami, mach trotzdem aus. Sami, mach trotzdem weg. Sami, mach schnell weg. Mach schnell weg. Mach schnell weg. Also, ihr habt es ja gesehen. Es gab, wie immer, das war ein Defense-lastiges Battle. Tom Brady hat nicht gut gespielt. Marshon Lattimore macht ein gutes Play. Brady geht zur Seitenlinie. Marshon Lattimore geht vorbei. Und hatte sich gleich mit Bruce Arians in den Haaren, der übrigens von der NFL einen Brief bekommen hat, er soll sich nicht benehmen wie ein Sack. Habt ihr es heute mitbekommen? Der hat einen offiziellen Brief von der NFL bekommen. Na, auf jeden Fall hatten die wohl ein bisschen Smack-Talk. Dann kommt Brady vorbei und er sagt zu Brady irgendwas. Brady natürlich noch hinterher geschrien und Marshon Lattimore geht auf ihn zu. Und dann kam natürlich, wenn einer den Goat angeht, kam erstmal Leonard Fournette, ihn geschubst, er schubst zurück. Und dann kommt von hinten, haben wir ja gesehen, mit 10 Meter Anlauf, Mike Evans und sknetzt ihn voll um. Und dann ist natürlich Rambazamba, kennen wir, jeder, der Football gespielt hat, war mal in der Mitte von so einem Ding. Ja, das war's. Und Björn, sag mal was. Also, sie haben beide rausgeschmissen. Ich habe in der Sendung direkt gesagt, was ich davon halte, aber Björn, sag du mal. Ich habe das nicht gehört. Wenn man sich das Video anguckt, hat Lattimore von Nett eine gegeben. Und dann kam, das war natürlich nicht so übertrieben, wie es aussah, wie wo Mike Evans WWE-Style kam. Fournette war zuerst. Okay, in diesem Video sieht man nur sozusagen, wie Marshon Lattimore ihn eine gibt. Dann kam Mike Evans um die Ecke. Beide wurden rausgeschmissen. Meine Meinung ist, okay, da ist die Strafe. Beide wurden ejected. Rausgeworfen ist gut. Dass du denn nur einen von den beiden noch suspendierst. Er hat ja probiert, sie zu appealen. Also, wie nennt man das nochmal? Anzufechten. Wurde heute aber sozusagen abgelehnt und dann hat er auch noch, sein Anwalt hat auch noch ein Statement gepostet. Er ist nicht glücklich, aber er wird es akzeptieren. Also heißt, er wird raus sein dieses Wochenende und das fehlt ihm halt extrem. Ja, keine Ahnung, ihn komplett zu suspendieren. Ist er schon mal suspendiert worden für die ähnliche Aktion? 2017, fast die gleiche. Gegen 2017, fast die gleiche, genau, da hat er den früheren Quarterback der Buccaneers schon mal beschützt vor ihm. Die hassen sich, diese beiden Spieler hassen sich, ey. Das ist so unfassbar. Da geht immer muss Auslöser? Also muss doch, hat, oder? Weil so ein andere, bisschen Trash-Talk. Die Freundin ausgespannt oder irgendwie sowas. Da muss was. Nein, ach Quatsch. Nun, also lass ein bisschen uns Trash-Talk nicht. Müssen die doch vertragen Nein. können. Echt? Aber Corner-Receiver ist eine. Das ist nicht so einfach. Und wir haben aber sind immer die Receiver, die anfangen, oder? Nö. Ich weiß nicht, wie es zwischen Defensive End und Offensive Tackle ist, aber Corner Receiver ist immer Beef. Ja. Und wir haben noch ein zweites Video, wo Evans dann sagt, es war doch Tom Brady, was soll ich tun? Ich weiß nicht, haben wir das? Können wir das nochmal zeigen? Ja. Das fand ich eigentlich ziemlich niedlich. Hey, es ist Tom Brady. Was lustig ist, guck mal, einer hat es gerade hier reingepackt, wollte ich gerade bringen. Vor der Saison hat Mike Evans seinen Vertrag restructured und seine Base Salary ist jetzt $60,000 anstatt $712,000. Und wir haben ja immer wieder gesagt, dass
dein Jahresgehalt auf 18 Spieltage sozusagen geteilt werden. Und wenn du ein Spiel suspendiert ist, ist es dann ein Paycheck. Heißt, hätte er das nicht gemacht, hätte er 712.000 Dollar jetzt sozusagen verloren. Aber anstatt das kriegt er jetzt nur 60.000, die er abgeben muss. Oder nicht kriegt. Nur. Ja, da kann du, er ja nochmal die Fall. Eine oder andere ja, nur für Normalsterbliche. Genau. Aber er ist ja kein Normalsterblicher, wie war es denn? Okay. Ey, passt auf, bevor ich eure Verträge liege hier, ey, auf vermögens.de, wo eure Networth eigentlich schon fast korrekt sind. Ja, I wish. Ey. So, also Evans spielt nicht, aber die Buccaneers haben Ersatz gefunden, nämlich im Veteranen-Wide Receiver Cole Beasley. Der ist jetzt im Practice Squad und was sagt ihr dazu? Ist das ein guter Ersatz? Weil der Evans ist ja eigentlich ein guter, arbeitet ja gut mit Tom Brady zusammen. Patrick, du lässt den Kopf hängen. Na, Cole Beasley ist natürlich ein ganz anderer Typ Receiver. Ne? Mike Evans ist groß, 6'4", 6'5", keine Ahnung, Riesengerät, Outside Receiver, Jump Ball, Red Zone Threat. Und Beasley ist halt einer, wie wir sehen, eher so ein kleiner, wendiger Slot Receiver. Aber sie brauchten halt jemanden wahrscheinlich mit Erfahrung. Und dann haben sie Brady gefragt, wen magst du, der da draußen ist? Und hat er gesagt, Cole Beasley, weil er wahrscheinlich am ehesten an Edelman dran ist, so vom Typ her. Ja. Und weil ja auch Scotty Miller, der im Slot ja auch viel gearbeitet hat, hat auch ein paar Dinger fallen gelassen. Und auch Perryman, ich glaube, das mochte er nicht. Da hat er sich gesagt, gib mir einen Edelmann-Typ, mit dem kann ich arbeiten. Ist meine Vermutung. Ich weiß nicht, Icke, was du davon hältst, ob das Sinn macht. Ich habe das so wie du interpretiert. Ich frage mich nur, könnt ihr mir sagen, ist das ein Übergang? Also bleibt der jetzt für so zwei Spiele, bis Julio und Mike Evans zurück sind? Oder bleibt der vielleicht die ganze Saison? Weil der war ja Free Agent, keiner wollte den. Ja, und warum wollte keiner ihn? Covid, Anti-Covid. Ungeimpft, wesig noch, genau. Genau, und er war halt auch. Komische Äußerung. Also, genau, er war halt extrem in den Medien, wie er damit umgegangen ist. Ob es jetzt richtig oder falsch ist, was er gemacht hat, ob er geimpft ist, nicht geimpft, aber wie er damit umgegangen ist, glaube ich, da wollte ihn keiner mehr anfassen, weil er war ja. Oh, Patricks Kamera. Er hat sich nach vorne gebeugt und schon war die Kamera aus. Ich habe gehört, ja, diese. Das kam raus. Nee, aber. Genau. Tom Brady ja, und Tampa, fertig, die sind all in. Ne? Die haben jetzt, wie gesagt, Julio Jones, Mike Evans und auf einmal, ey, jetzt haben die gar nicht mehr diese drei Top-Receiver und die müssen jetzt jemanden finden halt. Ne? Und Cole Beasley, ich glaube, er ist besser als manch andere auf diesem Roster noch. Ah, und hallo! Welcome back. Und wir haben es. Sorry. Kann passieren. Ja, bin ich gespannt. Bin ich echt gespannt. Ich glaube, aber am Wochenende, er ist ja noch im Practice Squad, aber am Wochenende werden wir ihn sehen jetzt. Den werden die hochziehen, würde ich auch denken, ja. So, jetzt bin ich wieder da. Coach muss eben am Sack jucken. Aber dafür muss er doch nicht die Kamera ausmachen, wir sehen es doch gar nicht. Oh, shit, ey. Dafür musste ich mich tief bücken. Ich muss... ich muss Björn, mich kennst du wieder nicht, sagen, ne? Ich muss mich... Jelly feuert die Schüsse. Erste Folge, Leute, was ist los? Lass doch erstmal langsam anfangen hier. Die Vorlage habt ihr mir jetzt gegeben. Ich hab die gar nicht gegeben, ey. Wenn ich schon wieder zerstört, ey. Shit, ey. Monday Night Games, bevor das hier ausartet. Ja, das ist ein guter Call. Alter Schwede. Die Philadelphia Eagles gewinnen deutlich gegen die Minnesota Vikings mit 24-7. Und Jalen Hurts ist bei den Eagles angekommen, richtig? Ja. Ich weiß nicht, was die anderen sagen. Jalen Hurts hat für mich in den ersten zwei Wochen gezeigt, dass er den nächsten Schritt gemacht hat. Ist er noch da? Oder ist er da, wo, glaube ich, alle hoffen, wo er sein kann, wie manche andere Quarterbacks, wie Lamar Jackson oder Deshaun Watson, wo er noch gespielt hat. Da ist er noch nicht. Ne? Aber er hat diesen nächsten Schritt gemacht und vor allem einfach, diese Offense ist schon verdammt produktiv geworden und mit diesen ganzen Receivern und der beste Trade war für die AJ Brown im Draft. Also AJ Brown hatte in der ersten Woche über 100 Yards und was ist? Du fokussierst dich gleich auf AJ Brown in Woche 2 und dann kommt Devontae Smith, der auch Nummer 1 Receiver ist, ne? Und geht sozusagen nicht steil, aber der war halt mehr gefeatured als in Woche 1 mit 7 Catches und 80 Yards. Und Dallas Goedert, der Tight End auch. Was ich faszinierend finde, ist, dass er fast, glaube ich, 80% seiner Bälle angebracht hat. Er hatte einen Touchdown und Interception, das Rating war jetzt irgendwie bei 78, aber wenn du so effizient bist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du in deiner Entwicklung als Passer
einen wichtigen Schritt gemacht hast. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die Defense von Philly, holy macaroni, Kirk Cousins, 3 Interception, Darius Slay hat Primetime Justin Cousins. Jefferson. Alter, ja, aber Primetime Cousins, kannst du sagen, was du willst. Darius Slay hat mal eben kurz die Handcuffs an Justin Jefferson gepackt und hatte 2 Picks. Ich meine, das musst du erst mal machen. Also, die hatten sich dieses Ding ganz groß eingezirkelt, besonders Darius Slay hat gesagt, Jefferson mache ich klar, 3 Picks hat er geworfen und Cousins, Icke, gib uns die Stats im Primetime, wahrscheinlich hast du sie ready. Er ist im Primetime absolut räudig. Das ist nicht gut, obwohl Kirk Cousins mag und die ersten 2 Wochen, ich mag den irgendwie, die ersten 2 Wochen sahen noch nicht so schlecht aus, aber die Eagles neben der feisten Defense finde ich geil an Jalen Hurts. All die anderen Running Quarterbacks, Lamar Jackson ist ein Sonderfall, den nehme ich da raus, aber all die anderen Quarterbacks, die so über das Laufspiel kommen, werden immer, habe ich den Eindruck, so ein bisschen geschont. Man will, oh Gott, ich gerade Reue. Du hast sowas von recht, also so, also ich merke es auf dieser Seite auch. 2-10, guck mal. Da ist der Primetime-Stat, ja. Ja, dass, danke, die Jalen Hurts so vielen laufen lassen, ist einfach unfassbar geil. Ich gucke mir diese Offensive so gerne an, weil der wirklich ohne Rücksicht auf Verluste mit diesem Buddy da reinballert. Das ist geil. Ja, also da muss ich wirklich sagen, deshalb die Eagles haben ja, seitdem ich bei der Meisterparade damals in Philly war und das gefilmt habe und diesen Tag miterleben konnte, seitdem haben die bei mir so einen kleinen Spot im Herzen. Und ey, die waren in allen Power-Rankings vor der Saison, waren die alle so als Ghost-Titelfavorit mit dabei. Und die ersten 2 Wochen haben sie bewiesen, dass sie das wirklich sind. Pass mal auf, Fun oder Stat-Fact. Hau raus. Kirk Cousins, wenn er auf Justin Jefferson geworfen hat und Darius Slay war in Coverage, 1 von 5 für 7 Yards, 2 Interceptions. Darius Slay hat Justin Jefferson an die Kette gelegt, ihn in sein Portemonnaie gegriffen, rausgenommen, alle Scheine raus, hinten noch die Brotdose und Frühstück gegessen. Hast du diese geile Package gesehen? Die hatten so 5 oder 6 Verteidigungsaktionen von Slay gegen Jefferson, schnell zusammengeschnitten in 20 Sekunden. Das war so geil. Das war so geil anzugucken. Pass auf, ich weiß, es ist die NFL und jede Woche kann was anderes passieren. Aber die Detroit Lions haben es geschafft, 35 Punkte gegen diese Defense reinzuhauen. Ja. Und Kirk Cousins und diese explosive Offense hat es nicht geschafft, nur 7. Ja, aber kann man das vergleichen? Aber ich will da noch eine andere Statline reinwerfen. Weil wir hören ja, wir, Björn und ich sagen ja immer, das Laufspiel ist so wichtig und wir hören immer von den Experten da draußen, alles überbewertet, ihr habt gar keine Ahnung. 3 Rushing First Downs und Cook hatte 17 Yards in 6 Carries. Und Cook ist, wenn der ins Spiel kommt, ich würde gerne mal die Statline sehen, wenn über 100 Yards rusht, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Vikings gewinnen. Von Delvin Cook kriegt nur 6-mal den Ball. Das verstehe ich auch nicht. Wie kannst du so einen Spieler nur 6-mal den Ball geben? Wenn du in Panik gerätst als Playcaller. Ich kenne das selber. Als ich erstmal Playcaller war, habe ich auch so eine Scheiße gemacht. Und vor allem, ich glaube, das ist auch ein Luxusproblem, ne? Wenn du so viele Waffen hast. Ich glaube, da kommen wirklich auch Offense-Koordinatoren. Ich glaube, darüber haben wir letztes Mal drüber gesprochen, Patrick, in einem Podcast. Dass wenn du so viele Waffen hast, bist du manchmal so, oh shit, ich muss jetzt den eingeben, dann denkst du zu viel nach und dann auf einmal zack, zack, zack und dann ist Delvin Cook mit 6 Rushes Monday Night und du verlierst das Spiel. Bestes Beispiel, Indianapolis Colts, Jonathan Taylor, Pferd. Und was machen sie? Die lassen Matty Ice Handgranaten schmeißen. 50 Mal den Ball werfen. Egal. Ja. Da war ja noch ein anderes Monday-Night-Game, Jenny. Genau, die Buffalo Bills, ja, die haben die Tennessee Titans weggeklatscht, Björn. Du hast es gesagt, 7-41. Sind die Bills aktuell das beste Team in der NFL? Ja, mit Abstand. Also die ersten 2, wenn man nur die ersten 2 Wochen anguckt, die haben Rams weggeklatscht, die haben die Tennessee Titans weggeklatscht. Das war schon... Aber man muss sagen, zur Halbzeit war es ein Game und dann das dritte Quarter
sind die komplett eingebrochen, die Titans. Und im vierten Quarter waren schon die Backups drin. Also in diesem dritten Quarter haben die komplett aus der Halbzeit Adjustments gemacht und haben die komplett weggehauen, die Tennessee Titans. Und dann waren wirklich zum vierten Quarter waren da schon Backups drin. Mhm. Da war das Spiel noch nicht mal annähernd mehr wieder möglich, nochmal zurückzukommen. Ja, aber der Junge spielt dann drei Quarter und ein bisschen und hat vier Touchdowns und über 300 Yards Passing. Ja, und was wirft er bitte für einen tiefen Ball? Welche Connection hat er bitte mit Stephon Diggs? Oh ja. Beste Quarterback-Receiver-Duo zurzeit in der Liga. Jetzt, wo Rodgers Adams nicht mehr ist. Absurd. Der Bankpost rechts in der Red Zone war nice, denn der lange, wo sie 79 gelaufen ist, 7-Route und er, eigentlich war es Corner-Post oder ein Corner-Go. Alter, right on the money. Das war auch konzeptionell. Die haben ja einen neuen Offense-Koordinator. Stimmt, Brian Daboll, jetzt Head Coach bei den Giants. So, und ich habe was gelesen, wenn ich mich nicht täusche, das war einer, den hatte keiner auf dem Radar, der jetzt da richtig mal frischen Wind in den Fuchs reinbringt. Very nice, I like. Ja. Das ist das Geile an der NFL, die ersten zwei Wochen waren so krank spannend. Ja. In der ersten Woche 6 Spiele irgendwie in den letzten 2 Minuten entschieden, jetzt diese Woche 20 Punkte Comebacks. Das ist, die Dolphins haben ja auch noch so ein absurdes Spiel abgerissen, dass die das Spiel 21 Punkte gedreht haben im vierten Quarter gegen die Ravens. Also da war so viel Geiles. Das war wirklich, also die enttäuscht nicht, die NFL. Seit Jahren, vor allen Dingen zu Saisonbeginn. Oh, okay, Josh Allen oder was am Start? Nein, Number 17 Fanboy? From the Buffalo Bills. Hey, Bandwagon, baby. Hallo. Ich habe mir ganz viele Trikots für das Trikot gewinnspielt und habe gerade. Die sind in deiner Größe? Die Trikots von deinem Gewinnspiel? Ich muss mal gucken, welche Größe das ist. Die kann doch keiner anziehen. Das sind ja Nachthemden für einen normalen Mann. Jetzt zeigt er seinen Bauarbeiter. Schön die Hips. Und die Cookie-Hüfte. That hips don't lie. Das ist eine XL. They talking chocolate. Eine XL. They talking cookies. Wir haben über deine Hüfte gesprochen, Björn. Ja, ich hab's schon gehört. Okay. Aber die Haare sitzen. Die Haare sitzen einwandfrei. Wollt ihr noch über das Spiel sprechen? Oder ich muss noch eben mal kurz Björn Werners Haare, ich muss auch den Romantikern erzählen. Ich habe Björn Werner das erste Mal auf dem Gang mit offenem Zopf gesehen, Leute. Löscht das Foto. Was ihr fasst. Ja, der zeigt wirklich, Kim, aber macht euch auf was ihr fasst. Das ist wirklich. Nein, zeig, komm. So, hau rein. Ehrlich? Komm, hier darfst du es zeigen. Da muss ich echt sagen, ich weiß, ich hatte einen schweren Montag in meinem Leben. Ich habe mein Handy fallen lassen am Montag. Ich habe jetzt Risse drin. Räudig. Zeig es. Das ist. Ach. Was? Wo ist er? Ah, sorry, geil. Alter, oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Weißt du, wie du aussiehst? Wie so ein Ritter. Ritter der Kokosnuss. Du siehst aus wie dieser Prince Charming. Aus Schreck. Oh, shit. Das ist wirklich einfach zu geil. Oh mein Gott. Und jetzt zeige ich euch was. Jetzt packe ich mal ihn drauf. Das ist ein Foto von mir. Und zwar eine Woche bevor ich nach München gezogen bin zu Rahn. Ich zeig's nur ganz kurz. Da hatte ich exakt die gleiche Haarlänge wie du, Junge! Oh mein Gott. Ja, dann wissen wir ja, wo es hingeht, hä? Ich warte, zu meiner Verteidigung. So renne ich nicht rum. Ich habe gerade meine Haare gewaschen und Patrick ist zu spät gekommen und hat gesagt, du musst bitte ins Studio kommen, musst mir einen Computer geben, bla bla. Und dann hatte ich keine Zeit, meine Haare zu machen. Und dann hat Icke mich direkt erwischt. Ich hatte 5 Minuten alleine und da war schon die Icke so in der Tür. Hast du denn Haare? Warte mal, wer ist der Prinz Eisenherz? Oh Mann, ey, shit. Jungs, spielen wir. Keiner verkackt gerne als Werner. Ja, bitte. Ja. Habt ihr alle Stift und Zettel bereit? Oh, Jenny durfte nicht mehr reden, ey. Sorry, wir labern dich hier so zu heute, ey. Am Anfang ist der. Das ist das erste Mal. Und wir sind. Leute, nächste Woche, bevor wir das vergessen, wird es Primetime Football geben.
Aber oh yeah. vom Oktoberfest in München. Das heißt von den Wiesen. Nennt man das so, oder was? Von den Wiesen? Ja. Wirklich? Ja. Ich kenne das nicht. Wiesen ist richtig. Man sagt von den Wiesen. Von der Wiesen sogar. Von der Wiesen. Von die Wiesen. Warum sagt man das so? Jetzt ein bisschen, ich kenne Bayern nicht so gut Deutsch sprechen können. Oh. Immer dieses Bayern-Bashing. Söder sagt es immer wieder, Bayern-Bashing ist gerade Trumpf. Die armen Bayern. Hau mal raus jetzt. Ja. Bayern, ich hab euch lieb. Von der Wiesen. Also, Regeln wie im letzten Jahr. Antwort auf Papier oder Tablet schreiben, bitte gut leserlich, damit es gleich keine Unstimmigkeiten gibt. 5 Sekunden Zeit für die Antwort. Jede richtige Antwort gibt einen Punkt. Die meisten. Und Jennys 5 Sekunden sind schnell. Ja, ey Jenny, normale 5 Sekunden. Weil Icke ist zum ersten Mal dabei. Und, also lass euch Zeit. Stück Papier Nein. und Stift, Icke, ne? Hab ich. Mach mal bitte 10 Sekunden draus, Jenny. Mach mal ja. Nein, wir sind noch in 10 Stunden hier. 5 Sekunden reichen. Boah, Abfahrt. Seid ihr bereit? Yes. Ja? Ja. Okay. Wer führt aktuell die NFL in Passing Yards an? 5, 4, 3, 2, 1. Na, nee, jetzt ich muss durchstreichen. Ich hab Josh Allen, aber ist es nicht. Verdammt. Ich hab auch Josh Allen. Durchschrieben. Nein, ich hab auch Josh Allen. Tua, Tango Bailoa. Tua, ich ja, genau. Oh, mit 739 Leute, Passing Yards. Der AFC Offensive Player ja, of the Week. Über 600. Aktuell 469 gegen die Ravens, ja. Warte bitte, also alle im Chat, wir haben alle den Chat offen, bitte schreibt es nicht in den Chat. Bitte, ich hab man achtet. Den Chat nicht offen. Ja, okay. Ich hab den Chat auch nicht offen. Okay, dann bin ich der Einzige, der ihn offen hat. Okay, ich mach ihn zu. Ja, dann mach das weg. Ja, ich wusste, ich hab vergessen, dass ich ihn zuzumachen. Okay, ist zu. Zweite Frage. Ja. Welcher Starting Quarterback aus Woche 2 hatte am wenigsten Zeit in der Pocket? Oh. Easy. 5. Reicht der Nachname? Ja. Ja. Zwei. Easy, eins. Patrick, easy. Sag mal. Ja. Easy? Auch easy. Joe Burrow. Ja, Baby! Ja. Verdammt, ich hab das Spiel sogar kommentiert, Mann. Ich hab's vergessen. Nice. Ich hab Mayfield. Tom Brady war's. Tom Brady. Nein. 3,26 Sekunden im Durchschnitt. Und trotzdem. Nein. Was ist das? Ja, weil er diesen Ball immer so schnell wegwirft. Das ist halt das Problem. Der wirft den Ball. Ah, weil er kann. Yes. Weil er kann. Oh. Yes. Yes. Frage Nummer 3. Welcher? War echt eine gute Frage. Frage ja. Nummer 3. Welcher Wide Receiver hat diese Saison bisher die meisten Targets bekommen? Targets? Ich bin richtig. 3 von 3. Ja. Ich weiß gar nicht. Nein. 3 von 3? Du hast doch, ne? Du hast doch alle falsch gemacht. Nee. Du hast Tango Aloha und Boro. Achso, Boro hat mal alle falsch. Ach, sorry. Na, du hast auch Tua falsch. Tua hat Tango Aloha. Nee. Da steht es noch. Tua. Da. Nein, du hattest erst kommen. Josh Allen. Da hast du Josh Allen geschrieben. Bevor wir aufgelöst haben, halt noch korrigiert. Nee. Ja. Nachdem wir es ausgesprochen hatten. Nein, kein Punkt. Bis jetzt 0 Punkte. Oh, Jenny ist knallhart. Dix? So, Wide Receiver. Falsch. Jalen Waddle. Falsch. Was? Waddle, Jalen Waddle, Stephon Diggs. Tyreek Hill. Cooper Kupp mit 29 Targets in den ersten beiden Rams-Spielen. Und sind wir alle bescheuert. Ey, die Fragen sind aber schon hart, ey. Das ist schon Nein, wir sind so. Die ist gut, die sind toll. Die Fragen sind wirklich toll. Mann, der hatte 181 Targets letztes Jahr. Natürlich ja, man hat 5 Sekunden nachzudenken, Mann. Das ist nicht viel. Also komm, das waren jetzt mehr als 5 Sekunden. Ja, stimmt. So, ja, das ist okay. Frage ist okay. Nummer 4. Welcher Spieler hat die meisten Sacks in den ersten beiden Wochen produziert? Es sind genau genommen sogar 2 Spieler. Das heißt, hier könnt ihr 2 Punkte holen. Okay. Los. Oh, der eine ist klar, der andere... Ja, korrekt. Sehr groß, ja. Ich bin okay, ich bin ready. Ich hab das reicht. Komm, Jenny, sag es. 2. Sag es. Ich hab gar nichts. Icke, sag mal. Hutchinson und Micah Parsons. Oh, ich habe Micah Parsons und Bradley Chubb. Parsons ist jeweils richtig. Warte, ja. Yes. Patrick. Und man kriegt mal 2 Punkte jetzt in dieser Frage. Ja, der andere wäre Khalil Mack gewesen. Nein, von den Chargers. Scheiße, stimmt, beide haben warte. Wir machen, also es gibt 2 Punkte. Die hätten 2 Punkte bekommen. Ja, aber wir haben ja nur 1 Punkt gemacht.
Aber wenigstens habe ich schon mal ein. Also deswegen halte ich mich zurück. Björn macht den wie ein Tippspiel. Den hat er 3,5. Da weiß er ja, wie es geht, zu verlieren. Das ist ja auch spielst du eigentlich mit, Björn? Also. Ja, ich probier's. Mann, ich hatte heute einen schönen Tag. Lass mich in Ruhe. Welches Team hat bisher die meisten Quarterback-Hurries zugelassen? Oh, zugelassen. Ja, okay, da gibt es nur eine Variante. Also. Ja. Also, das kann nicht anders sein. Bengals. Nein. Oh. Was? Die Buffalo Bills. Die New York Jets mit 28 und Fun Fact, auf Platz 2 sind die Giants mit 19. Ach so, Burrow geht halt immer auch zu Boden, deshalb keine Hurries. Nein, da gibt es nur einen Sack direkt auf den Sack. Sieht ein Sack auch als Hurry? Nee. Hurry ist sozusagen, wenn er nicht auf dem Boden ist und dabei ist, ein Incomplete oder so, muss ihn wegwerfen und so. Genau. Ja, und Burrow geht halt immer Harry zu Boden, weil er den Ball nicht wegwirft. Das ist ein Harry. Harry Hippo. Harry. Okay, weiter, wir laufen. Frage Nummer 6. Welches Team hat bisher am wenigsten den Ball gepantet? Ah. Das kann eigentlich nur eins sein, weil sie haben ein Spiel ohne Punt gemacht. 3, 2, 1. Bills. Ja. Alle Bills. Verdammt. Yeah. Oh yeah. Björn hat seinen ersten Punkt. Also, das nicht zu null so, Spiel. Genau, und in Woche 1 haben sie nämlich gar nicht gepantet. Okay, Frage Nummer 7. Was war bisher die höchste Geschwindigkeit eines Spielers diese Saison? Ist es eine Schätzfrage in Stundenkilometer? Hallo, in Meilen? Stunden. Meilen. Nee, Miles per Hour, oder? Lass Miles per Hour machen, bitte, weil das sind immer die... Ich weiß nicht, wie ich es gerade übersetzt habe. Lass ihn bitte Miles per Hour machen. Sie hat gesagt Kilometer pro Stunde. Ich habe jetzt nur die Stundenkilometer hier stehen. Boah. Ich hab's. Darf ich Taschenrechner machen? Ist der Faktor? Nein. Kann mir das mal sagen? Nee, ich weiß auch nicht, was ist denn die Übersetzung, die Rumrechnung da? Jenny T. runter. 3, 2, 1. Wer ist Speedy Gonzales? 22 Miles per Hour. Das zählt nicht. 34,15 km/h. Ja, das sind genau 22 Miles per Hour. Ich habe 30 km/h. Nee, 34,76. Also, Patrick. Oh. Oh, leck mir! Ganz knapp. Du hast die Miles per Hour daneben stehen? Ravens Wide Receiver, Devin Duvernay. Oh, krass. Frage Nummer 8. Wer führt aktuell die NFL in Rushing Yards an? Kann der Chat mal reinschreiben, was Devin Duvernay in Miles per Hours hat? Und Björn, kannst du mir das sagen? Weil ich weiß nicht, wer hat die meisten, welches Team führt die NFL? Nee, welcher Spieler? Welcher Spieler oder? Die meisten Rushing Yards nach 2 Spielen? Ich weiß es nicht genau, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich damit gut fahre. Halt, der kriegt noch einen Platz, den mag ich nämlich. Habe ich immer einen Fantasy-Manager auf der Randseite für die ersten 5 Spiele, so lange wie ich gehen kann. Letztes Jahr wissen wirklich alle Fantasy-Spieler gerade. Okay. 3, Nick Chubb. 1. Nick Chubb. Chubb, baby. Nee. Saquon Barkley mit 236 Rushing Yards. Saquon Barkley. Ja, dieses erste Spiel, der hatte im ersten 180. Elke, du musst den letzten Punkt jetzt holen, damit Patrick nicht gewinnt. Let's go. Wir haben noch 2 Fragen. Jetzt kommt Frage Nummer 9. Aber das müsstet ihr jetzt wissen, weil das wurde thematisiert im Football Bromance Podcast. Wie viele Zuschauer haben in Woche 1 die NFL verfolgt? Schätzfrage? Ja. Ist es eine Schätzfrage? Ja, Schätzfrage. Yes. Björn, gib mir mal ein Zeichen. Ist das jetzt quasi... ich glaube, ich kann mich noch erinnern. Moment, also ich muss nochmal nachfragen. Ich will nicht Zeit schon, aber es sind das quasi Menschen alle, auf RAN.de oder? Nein. Doch, hat die NFL gepostet. Genau, die NFL hat es gepostet. Amerika, alle Spiele sozusagen. Nur in Amerika. Jenny, zähl mal runter jetzt. 3, 2, 1. Was habt ihr? Ich habe 121,5 Millionen. Ich habe 220 Millionen. Ich habe 181 Millionen. Und ich Jörn, auf die Kommastelle genau, 121,5 Millionen Zuschauer. Ja, ich bin so doof. Aber das ist gut, Björn wenigstens kein Punkt für Patrick. Sehr gut, Björn. Ist gut. Warte, jetzt ist wie viel steht's denn jetzt? Patrick führt mit 3, Björn, Icke, ihr habt jeweils 2. Also ihr könnt jetzt ausgleichen oder Patrick kann gewinnen. Frage Nummer 10. Ja. Wer ist aktuell der bestbezahlte Defensive Player in der NFL? Pro Jahr?
Ja. Scheiße, wir hatten gerade einen neuen Vertrag unterschrieben. Ich weiß es nicht. Wisst ihr? Nee. 3, 2, 1. Ich schätze einfach. Aaron Donald? Ja! Nein! Yay. Scheiße, hätte man wissen müssen. Ja, klar. Das heißt, aber ihr habt gewonnen, nicht letzter. Aber nicht dass letzter. Patrick gewonnen hat. Nicht letzter. Yes! Schau mal, und wir haben Björn Werner glücklich gemacht. So einfach kann es gehen. Patrick, tanzt. Einen Schluck aus der Flasche. Ich auch. Blicken wir nun nach. Ach, der trinkt ja, auch das Ohr immer, Patrick. Ey, der trinkt, das kann ich euch mal sagen, der ist nämlich süchtig danach. Im Studio zieht der bestimmt 3 oder 4 Flaschen während der Sendung weg und die Aufnahmeleiter müssen mal puckeln. Arbeitet jemand bei diesem Kollegen, bitte mal sagen, schickt mal rüber. Pervers. Also die liebst du wirklich. Die liebst du wie deine Töchter. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist so, diese Marke wirklich. Harter Vergleich, ey. Räubusch-Tee mit Passionsfrucht, biologisch angebaut und frisch aufgebrüht. Also genauso wie Patrick. Wow. Frisch aufgebrüht. Machen wir weiter. Boah. Morgen, Thursday Night Game. Da treffen die Pittsburgh Steelers auf die Cleveland Browns. Und die Browns müssen sich nach der letzten Niederlage erstmal wieder das Krönchen richten, oder? Schaffen Sie das? Sich das Krönchen richten. Sehr süß, das mag ich. Das Krönchen richten. Ja, sag mal. Ja, was soll ich sagen? Jacoby Brissett gegen Mitch Trubisky. Okay, das ist ein bisschen wie Pest gegen Cholera, Not kannst gegen. Also doch Elend. Schlafen. Ja. Dann hast du Najee Harris. Die Laufspiel ist nicht. Zwei gute Defenses gegen Offenses, die nicht richtig knuspern, aber eine Offense hat ein mieses Laufspiel, deshalb gehe ich mit den Browns. Ja, mach du. Jan? Mach du. Ja. Ich muss auch mit dem Laufspiel wieder Browns gehen und die Defense. Weil TJ Watt, hast du letzte Woche gleich gesehen, ist ein riesen Impact-Spieler, den sie vermissten. Kein Sack gehabt. Sofort, also, weißt du, wenn TJ Watt da ist, haben alle gefühlt 10.000 Sacks und dann TJ Watt ist nicht da, kein einzigen. Ich gehe auch mit den Browns. Ich muss leider Party pupen. Ich gehe mit den Steelers, weil die haben gegen die Patriots, ich habe die Highlights geguckt, da haben sie auch ein paar Interceptions noch droppen lassen. Ich glaube, die Defense ist zu stark. Also die werden die Cleveland Browns bei 16 Punkte halten und ich glaube, sie machen 18. Eine Frage an den Chat. Ich habe eine Frage an den Chat. Ja. Kann man dieses neue Amazon Prime Thursday Night Game, können wir das auch in Deutschland gucken? Nee, verrückterweise nicht. Und scheinbar hing das letztes Jahr noch. Das ist vollkommen verrückt. Ja, deswegen, letztes Jahr konnten wir das gucken, weil wir haben dann ab und zu noch Pyjama-Partys gemacht. Aber das stimmt. Ich habe nur irgendwo einen Kommentar gelesen, dass es in Deutschland ausgeschaltet ist. Ja, du kannst es nur noch bei The Zone gucken. Kannst bis zum auf Twitch geht es auch nicht mehr, ja. Auf Twitch gab es ja auch den Stream bei Twitch und Amazon. Ne, krass. Also alle auf Saison, nur Game Pass. Alright. Ja. Und da dann machen wir aber im Free TV weiter. Denn da geht es ja Samstag los mit College Football auf Pro7 Max ab 17.45 Uhr. Clemson gegen Wake Forest. Da seht ihr es jetzt. Und dann am Sonntag. Ab 19 Uhr. Kannst du ranzoomen ein bisschen? Zoom mal ran. Genau, denn ab 19 Uhr auf Pro7, ihr Lieben. Da sehen wir die Bills gegen die Dolphins und dann auch ab 19 Uhr auf ran.de die Chiefs gegen die Colts. Grüße an Marcel Dabo. Und am Sonntag ab 22.25 Uhr auch auf Pro7 die Packers gegen die Bucks. Wow. Alles leider Gottes ohne bromantische Beteiligung. Denn wir sind in Klagenfurt beim großen Championship-Game der European League of Football. Alter Schwede, das Ding ist so schwer. Und nur damit ihr es wisst, Patrick hat die Spiele ausgesucht, wie jede Woche. Warte mal kurz. Warte mal. Machen wir ihn nochmal ins Vollbild. Geil. Okay, so, geil. Leute, darum geht's. Um diese Trophäe. Das ist die echte European League of Football Championship-Trophäe. Die packe ich ein. Sie steht eigentlich bei Rosa zwischen den Puppen. Ich habe sie jetzt mal hier hochgenommen. Und die packe ich morgen ein. Wann wurde die denn der Galaxy weggenommen?
Vor ein paar Monaten schon, schon ein bisschen länger. So, weil das ist ja ein Wanderpokal. Und wenn die Saison wieder beginnt, dann, dann ist ein neuer Champion, der ran, ja. ran muss, dran gezüchtet werden. Also man muss, den schon. Hä? Hä? Was ist passiert? Was weg da? Das war zu viel für den Stream, die Trophäe. Boah, aber ich sage euch, die ist richtig schwer, ey. Boah. Das ist ein geiles geil. Gerät. Es ist ein Patrick, es ist ein Wanderpokal. Werden da auch denn die Teams eingraviert? Nein. Achso. ab nächster Saison schon, jetzt denkt darüber nach. Aber genau, ab nächstem Jahr, wenn dann Sandra den Pokal gewinnt. Wisst ihr, was ich nebenan habe? Im Schlafzimmer. Wir haben ja noch nie. Soll ich mal den Ring, den Championship-Ring holen aus diesem Jahr? Wallah. Hast du auch ihn bekommen, der ist richtig geil. Den hat mir eine von den Betreuerinnen gezeigt, von den Frankfurt Galaxy. Moment, von diesem? Ja, also von Frankfurt Galaxy. Ja, der ist richtig geil, hol den mal. Den hat mir die Wasserfrau mal gezeigt, als ich bei Galaxy gegen Köln war. Da hat jeder aus der Organisation einen bekommen. Sogar die quasi nur das Wasser reicht. Richtig cool, wie in der NFL. Wirklich jeder in diesem Team hat so einen Ring bekommen. Ja. Fand ich richtig beeindruckend. Und die hat sich so gefreut, weil die war schon früher auch zu NFL Europe-Zeiten mit dabei. Die hat gesagt, dass sie schon über 20 Jahre mit Galaxy in irgendeiner Art und Weise verbandelt ist und da arbeitet. Das ist eine lange Zeit. Das ist eine lange Zeit und richtig cool. Guck mal, also die Galaxy hat das richtig gut gemacht. Nee, wir sehen gar nichts. Wir sehen gar nichts. Deine Kamera ist schon wieder aus. Die Kamera ist gerade ausgegangen, als du ankamst. Der Ring war zu viel. Nein, warte kurz, Leute. Zu viel Sexiness. Zu viel Bling Bling. Akku nicht an. Ihr kriechet. Oh, Leute sagen ja gerade, geht mit VPN in Prime rein, dann könnt ihr es sehen. Leute haben einen Weg, ey. Wissen wir doch, wie es geht. Ich verstehe es nicht. Hört ihr mich noch? Ja. Aber warum bin ich denn jetzt weg? Ich habe doch gar nichts verändert. Das war erst, als du wiedergekommen bist. Du hast irgendwas gemacht, als du an den Tisch getreten bist. In dem Moment war. Pass auf, während Patrick das rausfindet mit der Kamera, dann lass doch mal, komm, wir beide, wer denkst du gewinnt das Finale? Also ich glaube, ich habe von Hamburg ja das Spiel live gesehen am vorletzten Samstag. Kasim ist einfach maschinös unterwegs und hat sowas von rasiert. Der war zwar nicht mal jede Down auf dem Feld, sondern meistens nur die Third Downs, hatte aber 3 Sacks, Tackles for Loss und er war einfach nicht zu kontrollieren. Und das, was du vorhin schon mal in dieser Sendung gesagt hast, in der Offensive gilt bei den Hamburgern in der Defensive. Wenn Kasim ein Sack macht und zweimal durchbricht, konzentriert sich die Defense auf ihn und dann ist Eskalation, weil die anderen durchkommen. Ich glaube nicht, dass Hamburg sich nochmal im Finale das Ding nehmen lässt. Sieg Hamburg. Also ich denke auch, dass Hamburgs Defense das Spiel gewinnen wird. Defense wins Championship. Von Wien ist die Defense auch sehr gut. Ja. Aber wenn ich das Matchup einfach dagegen sehe, die beiden Offenses gegen die jeweiligen Defenses. Jetzt bist du wieder da, Patrick. Jetzt bist du wieder da. Ja, aber eine andere Kamera. Das ist eine andere Kamera. Ah, ja. Okay. Glaube ich. Ja. Ich denke auch, Hamburg Sea Devils und die Sea Devils Defense ist schon gut knusprig. Die packt deren Offense in genügend gute Feldpositionen, dass dann sozusagen Glenn Tonga, wenn die dann ein paar Mal punkten. Und Kicker haben sie auch noch, der Sami, funktioniert. Kicker haben Sami, sie auch noch. Ich glaube, es wird ein Sami, Problem. nimm doch mal das. Warte, ich gehe mal hier raus oder schmeiß mich mal mit dem einen raus und. Ach nee. Ah ja. Huch, jetzt hat er alle rausgeschmissen. Warte mal. Hallo, grüß dich. Können wir hören? Ja, aber du bist jetzt über dein iPad oder Surface sozusagen das Mikrofon. Also ist schlecht. Warte. Oder warte, ich habe eine Idee. Jetzt? Warte. Jetzt? Ja. So, jetzt. Jetzt macht er. Warte. Sprich mal. Warte. Sami, warte kurz. Sami macht jetzt den Ton von der kaputten Kamera an. Und ja, aber das geht nicht. Nee, ich probiere das gerade zu machen, aber das geht nicht. Okay, geht nicht. Muss über den Surface. Hauptsache, wir können ihn hören. Patrick, was glaubst du? Wer gewinnt am Sonntag? Ich jetzt als Commissioner bin jetzt vielleicht ein bisschen der Partypuppe. Ich höre mich doppelt. Ich weiß nicht, warum. Wir hören dich nicht doppelt. Du musst an deinem Computer ausmachen, den Ton. Weil du redest jetzt da rein. Aber hört er uns dann noch? Ja, dann musst du aber die Kopfhörer an deinen Surface machen. Ist ja auch egal. Pass auf.
Ich glaube tatsächlich, dass der Favorit am Sonntag die Vienna Vikings sind. Oh, okay. Und ich sage euch auch warum. Kürzere Anreise, ganz wichtig. Erfahreneren Quarterback, auch eine gute Defense. Der große X-Faktor für mich ist Glenn Tonga. Wenn die Defense knusprig ist, was sie das ganze Jahr war, und Glenn Tonga einen super Tag hat und die Defense der Vikings es nicht schafft, ihn aufzuhalten, dann kann Hamburg das Ding gewinnen. Aber ich glaube, der Favorit ist tatsächlich die Vienna Vikings. So, und jetzt zeige ich euch mal das gute Stück. Ja. Oh. Ja. Boah. Also nice. Der ist schon mal richtig. Also den haben die richtig nice gemacht. Ja. Mhm. Das ist wirklich nice. European Champion. Zeig mal nochmal von der Seite, dass man die Dimensionen erkennt, weil der ist so groß. Der ist so mächtig. So geil. Geil. So, der ist so groß und mächtig, das ist so geil. Und guck mal, auf der anderen Seite steht. So groß und mächtig und so hart. Die Eins. Steht wie eine Eins. Er ist so groß und mächtig und steht wie eine Eins. Es ist überragend. Ja, wie gut, dass wir mittlerweile nach 21 Uhr haben. Ja, ich hab einen mit der Eins genommen und ich zoome drauf, weil als Commissioner, den werde ich nicht tragen, weil ich habe diesen Ring nicht gewonnen. Aber als Commissioner und Gründer dieser Liga werde ich immer einen Championship-Ring hier in meine Sammlung stellen. Nicht zu denen, die ich selbst gewonnen oder erspielt habe. Und ich werde einen behalten für die Annalen der European League of Football. Ja, denn dank Patrick können wir am Sonntag dieses Spiel erleben als Gründer und Commissioner. Letztes Ding, wir haben ja einen Romantiker-Blog. Guckt mal rein. Ich glaube, in unserem Podcast und bei uns auf der Bromance Instagram-Seite findet ihr noch den Code Bromance30%, wenn ihr sagt, ey, ich bin in Österreich, ich fahre nach Klagenfurt, klickt auf den Link, 30%, Jenny ist da, Ike ist da, Björn ist da, ich bin da, Sami ist in Gefahr. Ach, nicht in Gefahr, on the road. Sami in Gefahr. Stecker ist auch da. Je nachdem. Stecker ist da. Let's go. 14, das wird gut. 14:30 jetzt los im Fernsehen. 14:45 ist dann der Kicker. Dann. Yes. Ja. Wird rasiert. Na, hast du eine Fat Lady am Start? Geil. Oh ja. Oh. Oh ja. Wie oft hast du die schon in den Mund genommen, wieder da zurückgepackt? 100-mal. Ja, ich glaube, eine Zigarre raus, habe ich sofort einen Pupsreiz. So, ihr Lieben, wir haben noch eine Sache auf der Agenda. Nämlich den Social Media Takeover. Romantiker, ihr seid gefragt. Also Patrick hat es ja gerade erwähnt, die Leute da draußen, ich frage den Chat, dieses Video NFL-Memes mit Dan Orlovsky, den Experten da drüben, der soll angeblich niesen wollen und hat es so zugehalten, hat er gefurzt, aber es hat sich so fake angehört. Glaube ich ja, nicht. Das hat er nur Audio gehört. Mund war nur das Audio, was ich gehört habe. Mund gemacht. Niemals war das echt. So pups kein Mensch. Der rülps Furz aus Kindsköpfe. Kennt ihr das noch? Also, ich kenne mich nicht, Alter. Habe ich leider nicht geguckt. Aber mit Flachlänzen kenne ich nicht aus. Ich guck gar nichts. Ich kenne nie Serien und Sendungen und Filme. Ja, ich arbeite fleißig. Film ist okay. Ja, der Film ist okay, Niesburg. Aber Serien... Apropos Serien und gute Sendung, Entschuldigung, Jenny. Bei Netflix gibt es ein Peaky Blinders. Schon mal reingeguckt? Aber ihr kennt es schon mal von gehört. Peaky Blinders ist aber schon lange draußen. Gefällt dir? Aber like. I like, okay. Egal, Jenny, Entschuldigung, bitte. Social Media Takeover. Auf ein neues. Ja. So, und zwar bei Pat McAfee, denn Pat McAfee ghostet aktuell Björn Werner. Björn, was ist los? Hat er Angst? Ist so Big Time geworden, ey. Oder er ist in Wahrheit überhaupt nicht dein Freund, hä? Er ist nicht mehr Freund. Tschüss. Ob er live ist? Ghostet dich. Leute, er ist live.
Nein. Zum Start dieser Sendung gehen wir jetzt in seine Sendung rein und übernehmen wieder seinen Chat. Wo ist er? Romantiker, los Rami, geht's. Stopp, wir sind, ey, attackiert, los. Pat McAfee. Oh, ey. Und Darius Butler, mein Ex-Teammate, ist auch gerade da. Let's go. Schieß los, mal rein. Er soll hier nicht ghosten. Rein. Stop ghosting us. Und ey, schreibt bitte, you are scared of the ping-pong match at Bromania versus Björn oder irgendwie sowas. So, mach mal Ton an. Sami, kannst du den Ton anmachen? Ey, wir machen so illegale Sachen gerade hier, ey. Überhaupt nicht illegal! Come on, on paper, Darius Slay should be outside leverage on this receiver because he's a deep third defender. So D-Bud, like sehr, sehr guter Nickel-Cornerback gewesen für die Colts und erklärt gerade alles. Slay, being a professional, like I said, making the adjustment. Man kann da gar nicht kommentieren, außer man ist Ghosting 2.0. Ghosting 2.0. Ist das ein Typ, ey, der hat... Björn, du musst seine Telefonnummer jetzt posten, dann rufen alle direkt an. Ist das... Der hat nur für so Subs gemacht, dass man kommentieren kann. Ist das ein Geier, ey. Nee, also dann Social Media Takeover dann auf sein Instagram. Instagram. Krass. Und bitte Hashtag Gierlappen. Nein, geht mal nicht auf diesen, geht mal auf den letzten JJ Watt Post, weil der ist fixiert. JJ Watt Post, den hat er heute gepostet. Nee, links ist fixiert. 207 Nights. Linke war fixiert. Ja, ja, nee, genau, aber geht nicht auf den linken, der sozusagen fixiert ist. Geht nur auf diesen JJ Watt, der vor vier Stunden gepostet hat. Ist das ein Geier? Ey, Leute, zerstört ihn. Leute, zerstört ihn. Er hat einfach den Chat nur für, was ist das für ein Elender? Und er ghostet uns. Der ist so big time. Wie heißt er denn nochmal? Verdammt. Aber Björn, du hast es gerade schon erwähnt, denn es geht hier um Bromania am 11.11. in München. Da wollen wir gesagt. Euch Romantiker sehen. Warum finde ich den nicht? Ach, Pat McAfee Show. Pat McAfee Show. Leute, er hatte mir geschrieben, ey, lass reden. Ich habe ihn angerufen, geghostet. Dann schreibt er mir wieder, ey, wann telefonieren wir? Ich sage so, ey, ich habe angerufen, ruf doch zurück. Dann hat er wieder geschrieben, dann habe ich ihn geschrieben und dann hat er mich komplett geghostet, weil er dann wahrscheinlich wieder noch ein paar neue Deals bekommen hat. Ja, bei Pat können die Jungs noch was von der Show lernen. Ja, wenn wir ein Fanduel für 120 Millionen Deal kriegen und NFL-Rechte kaufen können, sind wir auch am Start. Dann machen wir auch auf hier dicke Studio und so. Dann können wir auch mitmachen. Wir haben keine Rechte aber auf irgendwas. Du kannst dann nur im Chat kommentieren, wenn du 2,99 bezahlst. Das können wir rein theoretisch auch bei Twitch hier machen. Ja, machen wir nicht. Stattdessen geht lieber in den Bromance Shop und holt euch nochmal eine geile Roulette. Obwohl, ich habe gehört, die ist fast ausverkauft. Roulette ist weg, ey. Broulette. 1000 Broletten. Die Broulette ist weg, ey. Jenny, hast du deine Broletten noch? Natürlich. Damit bin ich die letzten Tage jeden Tag rumgelaufen. Die sind echt bequem. Also, die sie bestellt haben, freut euch drauf. Wir hatten Geburtstage und sowas, und dann ziehen sie immer alle die ganzen Latschen an, dann zieht irgendjemand die Buletten an und ist erst damit abgehauen. Ich sag, was machst du, ey? Komm mal zurück, ey. Das ist meine Buletten. Ich hab nur ein paar. Entschuldigung. Ich hab auch nur ein paar. Guck hier. Patrick, ey, guck mal. Okay. Aus der Booty. Der Booty. Der Booty ist im Spotlight. Bestes Bild der Welt. Ja. Oh ja, das ist wirklich geil. Großen Hocke mit Brille. Was hat deine Frau dazu gesagt? Die hat das nicht gesehen. Sonst schlafe ich auf dem Sofa. Captain Booty, ey. Booty ist knusprig, würde Kasim jetzt sagen. So, ja. War's. Wir haben nichts mehr. Das war's. Es war ein Gedicht. Nächstes Mal, Jenny, auf der Wiesen drauf. Auf der Wiesen, schön in Tracht. Ich freue mich schon darauf, euch in Lederhose zu sehen. Nein, ich weiß noch nicht, ob ich das durchziehe, Leute. Komm bitte, schon. Komm. Ey, ich muss sag dir eins, sein. Ich werd die kurze Lederhose tragen, damit man die braunen Beinchen richtig knusprig und geölt sieht. Aber schmierst du die auch ein, wenigstens, ja? Keine geölt, hat er doch gesagt. Keine rostige. Geölt. Komm, Björn. Geil. Komm mal, öl mal deine Kenke und so, komm ran. Nein, weiß noch nicht, ey. Shit, ey, das ist schon. Oh! Aus wie ein Urbayer.
Geil. Ich mach die Sendung zu, es ist zu gestört. Haben wir alles, soll ich sagen? Ja. Okay, lieben Romantiker, vielen Dank fürs Zugucken. Tschö mit Ö.